Moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, dann wisst ihr, ich sitze hier im Genesis GV70. Das letzte Mal war ich ja auf einer Langstrecke unterwegs von Bremen nach München und zurück. Das waren ungefähr 1800 Kilometer rund. Und heute möchte ich euch den GV70 mal ein bisschen näher vorstellen, euch diese wahnsinnig umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten zeigen. Ich gehe natürlich auf die nagelneue Ladeplanung ein und auf die gesamte Garantie, was man hier bekommt mit diesem Auto. Es ist wirklich der Wahnsinn, was Genesis hier den Käufern bietet. Und ja, gegen welche Autos tritt er denn an und was kann er alles besser als die Konkurrenz? Das erfahren wir heute in diesem Video. Wird also mega spannend für die, die sich für dieses Auto interessieren. Also unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Der GV70 basiert nicht auf der rein elektrischen eGMP-Plattform. Das heißt, es gibt ihn hier auch als Verbrenner. Da geht man so ein paar Kompromisse ein, gibt aber auch Vor- und Nachteile dieser Vorgehensweise. Ein Vorteil für Verbrennerfahrer, die auf Elektro umsteigen, ist natürlich das doch relativ klassische Cockpit. Hier sind also die Elemente so, wie man das von ganz normalen Verbrennerautos gewohnt ist. Also es ist nichts übertrieben Futuristisches. Auch wenn der GV70 hier wirklich einige Features hat, die echt der Knaller sind. Und da möchte ich euch ein paar davon zeigen heute. Lass uns doch mal erstmal über die Software sprechen. Software ist ja gerade bei E-Autos besonders wichtig und immer wieder der Knackpunkt. Einige Hersteller, die machen einen super Job und sind da Vorbild. Andere Hersteller, naja, die doktern da noch so ein bisschen dran rum, stehen immer wieder in der Kritik, sei es wegen Bugs in der Software, wegen ständiger Abstürze, wegen schlechter Performance oder fehlender Funktion. Ja, hier beim GV70, da ist die Software gerade erst abgedatet worden mit einer neuen Funktion. Dazu kommen wir gleich. Aber zuerst möchte ich euch mal zeigen, was man hier in diesem Auto alles einstellen kann. Also ich habe, glaube ich, noch nie so viele Einstellungsmöglichkeiten gesehen für ein Auto wie hier im GV70. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, wir haben ein großes Zentraldisplay vorne auf dem Armaturenbrett, was relativ schmal ist, dafür aber sehr breit. Das einzige Problem bei diesem Display ist, es ist doch relativ weit hinten und es ist auch ein Touchscreen. Das heißt, um es zu bedienen, muss man sich sehr weit nach vorne beugen, während der Fahrt eher ungünstig. Darum gibt es in der Mittelkonsole so eine Art Jog-Dial oder auf Deutsch vielleicht so ein Drehrad oder Scrollrad. Damit kann man das Ganze natürlich auch bedienen, also links, rechts drehen oder drücken. Das ist total einfach, kennt man auch von anderen Autos. Und was sofort auffällt, ist, dass die Bedienung von dem ganzen System sehr, sehr flüssig ist. Also da bleiben, was Performance angeht, eigentlich keine Wünsche offen. Ja, und auf der zweiten Seite im Menü, da sind die Einstellungsmöglichkeiten für das Auto. Und wenn wir uns da mal reinbegeben, dann sehen wir hier noch ein Untermenü. Das besteht zum Beispiel aus Fahrzeug. Ja, was kann man beim Fahrzeug denn grundsätzlich alles einstellen? Da ist zum einen die Fahrerassistenz und das ist besonders cool. Also hier hat man für alles und jedes, was man als Fahrerassistenzsystem in diesem Auto hat, und das ist ja hier auch die Vollausstattung, hat man Einstellungsmöglichkeiten. Also sei es für den Fahrkomfort, sei es für die Sicherheit vorne, Sicherheit hinten, Tempolimit, Spursicherheit, was steht da? Fahraufmerksamkeitswarnung, sicheres Parken, Sicherheit oder toter Winkel. Ja, alleine beim Punkt Fahrkomfort, was gibt es da für Einstellungsmöglichkeiten? Also es ist unglaublich. Also, wir haben natürlich die ganzen Assistenzsysteme. Der Autobahnfahrassistent, Spurwechselassistent, automatische Geschwindigkeitsänderung auf der Autobahn. Und dann kommen wir zu Smart Cruise Control. Das hat nochmal ein Untermenü. Wenn ich da drauf drücke, dann gibt es hier unglaublich viele Einstellungsmöglichkeiten. Also, wie hoch soll der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug sein? Nah oder weit? Kann ich natürlich auch am Lenkrad einstellen. Aber das hier ist die Voreinstellung. Wie schnell soll die Beschleunigung sein? Das heißt, wenn ich den Tempomat eingestellt habe und ich habe jetzt eine Geschwindigkeitsbegrenzung und die ist aufgehoben und ich gehe wieder auf 130 zum Beispiel, wie schnell soll das Auto automatisch wieder auf 130 beschleunigen? In 5 Stufen einstellbar, von langsam 1 bis schnell 5. Habe ich so noch nirgendwo gesehen. Dann die Reaktionszeit. Also, das heißt, wie lange braucht das Fahrzeug, um zu reagieren, wenn es eine Geschwindigkeitsbegrenzung sieht oder wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben wird? Auch wieder einstellbar. Von 1 langsam bis schnell 5. Unglaublich. Wenn man wieder zurück will, dann kann man übrigens das Scrollrad nach rechts oder links kippen. Also nach links kippen heißt eine Ebene zurück. Nach oben kippen heißt übrigens hier oben in das Hauptmenü wechseln. Nach unten ist wieder das Submenü. Einen nach links kommt man wieder zurück.
Die Back-Taste gibt es hier auch nochmal als Back, also physikalische Taste. Und das ist auch so ein bisschen der Kritikpunkt. Es gibt hier in diesem Auto mehr oder weniger drei verschiedene Möglichkeiten, immer das Gleiche zu tun oder sogar manchmal vier. Man kann entweder auf dem Touchscreen das machen, also alles, oder man kann mit dem Drehrad alles machen. Und zur Unterstützung gibt es hier auch noch Back-, Home- und Menü-Tasten, womit man auch viele Dinge machen kann. Also manchmal weiß man jetzt gar nicht, was nehme ich denn jetzt? Hat man so quasi die Qual der Wahl. Also vieles davon, ja, ist vielleicht nicht unbedingt nötig. Ja, eine ziemlich wichtige Sache beim Fahrkomfort sind die Warnmethoden, die man hier in diesem Submenü sieht. Das ist im Prinzip das Wichtigste für mich. Nämlich hier kann man die Warnlautstärke verringern bzw. ganz auf Null stellen. Die koreanischen Autos haben ja die Eigenschaft, dass sie doch sehr mitteilsam sind. Das heißt, die piepen bei jeder Gelegenheit. Und diese Warntöne sind oft auch ein bisschen nervig, haben irgendwie eine hohe Frequenz. Wobei hier beim Genesis doch das Sounddesign relativ schön ist. Also ist alles ein bisschen gedämpfter oder glockenartiger, nicht so schrill und piepsig. Aber dennoch sind die Warntöne halt sehr, sehr häufig. Und das nervt mich zumindest sehr oft. Deswegen, man kann sie hier auf Null stellen. Richtig cool. Haptische Warnung, also Vibration im Lenkrad, kann man ja auch einstellen in verschiedenen Stärken. Ja, und so weiter und so fort. Also ich könnte jetzt hier wahrscheinlich eine Stunde über die ganzen Einstellungsmöglichkeiten hier schwadronieren. Das würde euch aber, glaube ich, ein bisschen langweilen. Einiges ist auch wirklich Special Interest. Aber ich muss echt sagen, grundsätzlich, ich habe noch nie so viel Einstellungsmöglichkeiten bei einem Auto gesehen wie hier beim GV70. Ja, und jetzt kommen wir mal zu der Herstellergarantie. Also all das, was Genesis den Käufern von diesem GV70 bietet. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Sowas habe ich, glaube ich, bei keinem Hersteller bis jetzt gesehen. Es ist so viel, ich muss das hier mal ablesen. Da ist natürlich zum einen die allgemeine Herstellergarantie. Also das sind 5 Jahre und unbegrenzte Kilometerleistung auf das Auto. Die Garantie auf die Batterie, das sind also die üblichen 8 Jahre bzw. 160.000 Kilometer. Dann haben wir natürlich Wartungs- und Inspektionsleistungen. Also alles das, was planmäßig gemacht werden muss, an Inspektion und Wartung. Das ist für die ersten 5 Jahre oder 75.000 Kilometer kostenlos. Und wenn ihr zum Beispiel irgendwas habt mit dem Auto, ja, dann habt ihr einen Abhol- und Lieferservice. Das heißt, die Abholung und die Rückgabe des Fahrzeugs an einem Ort eurer Wahl bei planmäßigen Wartungsarbeiten für die ersten 5 Jahre oder 75.000 Kilometer. Das heißt, ihr müsst zur Inspektion, meldet euch bei Genesis, die holen den Wagen bei euch vor der Haustür ab und stellen ihn euch auch wieder hin. Aber damit nicht genug. Es gibt während der Zeit ein Ersatzfahrzeug. Das heißt, für die Dauer von planmäßigen Wartungsarbeiten bekommt ihr ein Ersatzauto. Ja, und jetzt fragt ihr euch natürlich, wieso Inspektion? Bei Tesla muss man ja auch nicht zur Inspektion. Ja, Genesis hat natürlich vorgesehen, dass man alle 30.000 Kilometer bzw. 2 Jahre mal so ein paar Dinge kontrolliert. Da ist dann zum Beispiel die Kühlmittelflüssigkeit, da ist Bremsflüssigkeit, Innenraumluftfilter, natürlich Wischerblätter. Um all das kümmert sich Genesis in der Inspektionszeit. All das für euch kostenlos. Also sie holen den Wagen ab und bringen ihn euch wieder nach Hause. Ja, dann haben wir natürlich einen 24/7 Pannendienst, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Also eine Premium-Pannenhilfe bei allen Problemen mit dem Fahrzeug. Und das bedeutet im Prinzip eine kostenfreie Pannenhilfe, wo ihr auch sein mögt. Und Genesis kommt zu euch und löst das Problem im besten Fall vor Ort. Und sollte das nicht möglich sein, dann bringen sie euren Genesis in eine Fachwerkstatt und bieten euch je nach Panne also eine passende Option für eure Weiterreise an. Das kann dann sein. Ein Ersatzfahrzeug oder ein Taxi oder anderer Transport. Sie sorgen für eine Unterkunft. Die ganze Rückreise organisieren sie. Die organisieren den Rücktransport des möglicherweise unreparierten Fahrzeugs in euer Herkunftsland. Also wenn es vor Ort nicht zu reparieren ist. Und das gilt im Prinzip in ganz Europa. Und dann gibt es natürlich die Over-the-Air-Update-Möglichkeit dieses Autos. Also das letzte war ja vor 3 bis 4 Wochen, wo sie die Ladeplanung hier hinzugefügt haben. Das heißt, per Software-Update wird dann euer Auto über die Monate oder Jahre immer weiter verbessert. Ja, und nun kommen wir mal zum letzten Software-Update, wo die wichtigste Funktion aus meiner Sicht hinzugefügt wurde. Und das gilt eben nicht nur für Genesis-Autos, also GV60 hat es ja auch bekommen. Das gilt im Prinzip auch für IONIQ 5, IONIQ 6 und Kia EV6, weil die haben so eine ähnliche Software. Und das Over-the-Air-Update hat auch bei den Autos endlich eine automatische Ladeplanung hinzugefügt. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Das bedeutet also, wenn wir eine Route vor uns haben und die im Navi eingeben, die außerhalb unserer Reichweite liegt, also beispielsweise Bremen-München, dann plant das System automatisch Ladestopps hinzu. Und das probieren wir jetzt mal aus.
Wenn ihr jetzt eine Route plant, die außerhalb eurer Reichweite ist, ich habe jetzt noch 229 Kilometer bei 66%. Da plane ich mal eine Route nach München. Da war ich ja letztens erst, nämlich letzte Woche bei der ED1000, am Auspressungswerk. Das ist mitten in München, als Ziel festlegen. So, und jetzt fängt er an zu rechnen, entweder schnellste Route oder ökonomischste Route. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir hier gutes Handynetz haben. Dann sollte das auch einigermaßen flott gehen. So, da haben wir es. Das hat jetzt ungefähr 20 Sekunden gedauert und er hat einmal eine schnellste und eine ökonomischste Route. Da waren noch kurz die Ladesäulen zu sehen. Leider Gottes macht er das relativ schnell weg. Und wenn man das dann wieder aufrufen möchte, dann muss man da drauf drücken und dann seht ihr, dass wir hier zweimal stoppen von Bremen. Wir haben nämlich dreimal sogar, unten fängt es ja an, genau, wir einmal BP, ich wusste gar nicht, dass BP noch Tankstellen hat, aber gut, HPC-Lader in 159 Kilometer. Ja, wir haben 229 Kilometer Reichweite. Ich weiß nicht, warum er schon so früh stoppt. Und das ist auch einer der Kritikpunkte, dass diese Stops eigentlich ein bisschen zu konservativ sind. Also er könnte ruhig ein bisschen länger fahren, bevor er sich eine Ladestation aussucht. Aber gut, dann noch einmal irgendein Ladenetzstation, auch HPC, in knapp 400 Kilometer Entfernung und einmal kurz vor München Allego. Und dann sind wir nach 5 Stunden 59 am Ziel, wobei das wahrscheinlich die reine Fahrzeit ist. Ja, man kann sich auch Details über die Ladestation anzeigen lassen. Dann muss man auf das Fähnchen drücken. Und dann gibt es hier so ein Infoscreen. Da sieht man im Prinzip nur die Adresse und dass es verfügbar ist. Zwei HPC-Lader. Das ist auch so ein Ding. Da gibt es ganze zwei Stecker und da fährt man hin. Und wenn einer davon kaputt ist und einer besetzt, dann hat man schlechte Karten. Also besser wäre es für die Zukunft, für ein neues Update. Hier kann man ja so viel einstellen. Warum also nicht, dass man auch die Mindestanzahl Stecker einstellen kann? Weil filtern nach Netzanbietern, also nach Ladenetzanbietern, das kann man hier. Wenn man jetzt hier aber auf das i drückt, dann bekommt man Informationen zur Ladesäule. Und da sieht man jetzt, dass zwei verfügbar sind, zwei belegt. Okay, es gibt also vier Punkte, die Hälfte davon ist belegt. Was ich noch ein bisschen vermisse, ist die Anzeige, mit wie viel State of Charge wir an dem Ladepunkt ankommen. Das fehlt hier noch. Also sind es 30%, sind es 20% oder weniger. Das würde ich mir noch wünschen, müsste man beim nächsten Software-Update auch noch hinzufügen. Ja, was ich auch noch ein bisschen unglücklich finde, ist die Möglichkeit, sich die gesamte Route, also quasi die Routenübersicht, nochmal anzeigen zu lassen. Sie wird ja ganz zu Beginn der Naviplanung kurz gezeigt. Danach geht man in diese Zoom-Stufe. Da gibt es entweder die Möglichkeit, hier mit dem Drehrad, also so weit rein zu zoomen, bis man dann die Strecke sieht. Also da sieht man ja quasi sogar die Erdkugel. Das ist richtig cool. Auch in so einer kleinen Satellitenansicht. Ja, also wenn man das macht, dann sieht man hier die drei Ladestopps und die Route. Das ist auch schön, kann man da eigentlich auch drauf tippen. Ja, nee, das funktioniert nicht richtig. Ja, wenn man dann wieder reinzoomt, es gibt noch eine zweite Möglichkeit, über das Menü zu gehen, also quasi Navigationsmenü anzutippen. Und dann gibt es, glaube ich, Ladestation. Nee, was ist es? Route. Route ist es hier, die Route. So, und dann die Routenübersicht nochmal. So kann man sie sich auch anzeigen lassen. Da hat man hier die schnellste Route, hier die entsprechenden Ladestationen. Da kann man auch nochmal hin und her scrollen. Und da kann man auch drauf tippen, hier zum Beispiel, ne? Und dann sieht man die Ladestation, wo sie ist. Hier fehlt tatsächlich der Infopunkt. Wenn man das von hier aus navigiert, gibt es hier kein Infosymbol. Ist auch so eine Inkonsistenz. Gut, also es kann ja nicht gleich am Anfang alles perfekt sein. Für das nächste Software-Update gibt es garantiert noch eine Menge zu tun. Also Fahreigenschaften hier vom GV70 spitzenmäßig. Wobei, ich muss mal die Navigation abbrechen. Ich will ja gar nicht nach München. Jetzt ist die Frage, wie breche ich das eigentlich ab? Ah, nee. Route, Tourplan, Navigation unterbrechen. Ja, toll, abgebrochen. So. Ja, Fahreigenschaften hier vom Genesis sind mega. Also Komfort ist hier groß geschrieben. Die gesamte Federung, Fahrwerk ist sehr luxuriös ausgelegt. Also man schwebt hier so sänftenartig über irgendwelche Fahrunebenheiten. Ich kann mal auf Sport stellen. Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sich das Fahrwerk auch anpasst. Ja, eindeutig. Gullideckel, jetzt mache ich mal Eco oder Komfort. Wie ist da?
Eindeutig. Also wenn man auf Sport stellt, ist es deutlich straffer. Komfort ist, wie der Name schon sagt, sehr komfortabel. Kann man also auch wählen. Und wie gesagt, Sportlichkeit hier mit der Beschleunigung und der brachialen Leistung von 360 kW mit zwei Motoren, die er hat, da bleiben eigentlich keine Wünsche offen. Das ist wirklich der Hammer. Das traut man so einem großen Fahrzeug überhaupt nicht zu. Ja, bei den Daten und der Größe des Autos ist natürlich die Effizienz so eine Sache. Man kann ihn sehr sparsam fahren und dann vor allem eben auch mit den 19 Zöllern. Ich habe hier jetzt die 20 Zöller drauf. Da ist der Verbrauch ein bisschen höher mit den 19 Zöllern. Ich habe einen befreundeten YouTuber, der erreicht da Werte. Das ist ein Traum. Irgendwie habe ich das Gefühl, der fährt immer nur bergab. Aber auf meiner Tour nach München, wie gesagt, auf der Autobahn, diese 800 Kilometer, da lag ich so um die 22 Kilowattstunden. Und wir sind wirklich schnell gefahren, also im Rahmen, sage ich mal, 130, 140. Wir hatten aber auch Staus und Baustellen. Also im Mix auf diese Strecke 22 Kilowattstunden mit dem Auto ist ein relativ akzeptabler Wert. Ja, Stichwort Anhängerlast, das ist ja auch immer wieder so ein Punkt. Wenn man so ein großes Auto hat, dann will man damit ja vielleicht auch mal was ziehen. Und das kann der GV70, hat eine Anhängerkupplung Option und die kann bis zu 1800 Kilo ziehen. Also das ist ja auch mal richtig ein ordentlicher Wert. Und der Clou hier, sie haben tatsächlich hier ein Active Noise Cancelling eingebaut, was mit Sicherheit auch einer der Gründe ist, weswegen das hier im Genesis GV70 so extrem leise ist. Also ist auch wirklich wunderbar. Man hört hier nichts, also auch von den E-Maschinen keinerlei Geräusch. Ganz am Anfang, wenn man quasi Kriechgeschwindigkeit fährt, dann hört man so ein bisschen so einen Avas-Sound. Den kann man sich übrigens hier auch komplett selbst konfigurieren im Einstellungsmenü, also den Fahrsound auch für innen. Ich habe natürlich alles abgeschaltet, ist völlig klar, aber alleine, dass man das komplett einstellen kann, verschiedenste Sounds, man kann ihn quasi sogar selbst komponieren. Also ich muss sagen, völlig irre. Naja, und man hört hier aber, wenn man alles ausgeschaltet hat, wirklich nichts. Und das ist so angenehm zu fahren. Wirklich geil. Und auch die Sitze, ich habe hier diese luxuriöse Nappa-Lederausstattung mit Sitzbelüftung, Massagefunktion und quasi adaptiver Sitz. Das heißt, bei verschiedenen Geschwindigkeiten, also gerade höheren Geschwindigkeiten, da wird der Sitz enger, dass man nicht irgendwie hin und her rutscht oder so. Da bleiben so gut wie keine Wünsche offen. Also Einstellungsmöglichkeiten, die sind nicht nur im Menü ohne Ende, sondern auch hier an der Hardware. Es ist wirklich der Hammer. Er hat auch Rekuperationspedals, da kann man das Ganze in 4 Stufen einstellen. Die ersten 3, die verändern das Ganze von Segeln bis zu relativ starker Rekuperation. Mit der Stufe 3 ist dann fast schon One-Pedal-Driving möglich, aber Stufe 4 ist dann dieses I-Pedal. Damit bremst er dann wirklich ab bis zum Stillstand. Das ist eine Funktion, die finde ich richtig cool, weil so fahre ich gerne. Allerdings hat sie den Nachteil, habe ich zumindest gehört, dass dann auch vorne der Motor quasi permanent eingeklinkt bleibt. Und das ist dann eben nicht das Beste für die Effizienz, weil er dann immer mitlaufen muss. Ja, Performance hier, 4,8 Sekunden von 0 auf 100. Der GV70 ist im Prinzip eine Rennsemmel. Wobei es ja von der Größe des Autos, würde ich eher sagen, Kastenbrot, keine Semmel. Und da bleiben keine Wünsche offen. Er hat sogar einen Boost-Knopf. Dann kriegt man bei beiden Motoren nochmal 20 Kilowatt Leistung extra. Und dann schießt es einen nach vorne. Der hält aber nur für 10 Sekunden. Und viele, die dieses Auto sehen, von außen und auch von innen, die sagen, das erinnert sie total an Bentley. Und da bin ich auch auf der Fahrt nach München mehrmals darauf angesprochen worden, ob das ein Bentley ist. Auch das Genesis-Logo mit diesen Schwingen, diese Adlerschwingen oder was das sein soll, erinnert ja auch voll an Bentley. Ich habe mich mal gefragt, wieso denn so? Haben die das kopiert? Ja, ganz einfach. Der Designer von Genesis, der Chefdesigner, der war früher bei Bentley. Und hey, ich würde mal sagen, das sieht man. Und das versuchen sie hier auch im Innenraum und auch bei der ganzen Verarbeitung natürlich irgendwie zu vermitteln. Also der Wagen macht einfach von vorne bis hinten einen unglaublich hochwertigen Eindruck. So, kommen wir jetzt mal zum Kofferraum und natürlich zum obligatorischen Hundetest. Übrigens, Geheimtipp, der Kofferraum geht nicht hier unten auf, wie bei allen anderen Autos. Nein, es gibt hier am Scheibenwischer eine Taste. Ich habe echt lange gesucht, bis ich die gefunden habe. Und dann öffnet sich hier eine große Klappe mit einem 503 Liter großen Kofferraum. Wenn man die Sitze umklappt, sind es 1678. Hier drunter ist auch noch ein kleines Staufach. Man könnte das Styropor vielleicht sogar noch rausnehmen. Und jetzt, Myla, jetzt musst du da mal rein. So, Hund ist drin. Kopffreiheit, ja, werden wir sehen. Klappe zu. Achtung. Ja, das sieht doch passend aus.
Und wie sieht es von innen aus? Myla, guckst du mal? Huh. Ja, also großzügig genug, Kopffreiheit genug, Platz satt. Hast du gut gemacht, jetzt darfst du wieder raus. Tschüss. Tschüss. Ja, und obwohl das eine Verbrennerplattform ist, haben sie es hier tatsächlich geschafft, unter der riesigen Motorhaube einen winzigen Frunk zu verstecken, nämlich 25 Liter. Ja, also hier passen ein paar Getränkedosen rein. Also hier ist irgendwie noch ein Mobility-Kit, aber Ladekabel, dafür ist das tatsächlich schon zu klappt. Und Haubenlifter. Das waren meine Eindrücke vom Genesis GV70 und ich finde, das ist ein sehr, sehr faszinierendes Auto. Und wenn ihr euch für diese Klasse größere SUV mit viel Platz für die Familie, Anhängeroption, auch für die Langstrecke, wenn ihr euch für sowas interessiert, dann solltet ihr euch den Genesis unbedingt einmal näher anschauen. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Auto haltet, auch gerade im Vergleich mit den deutschen Herstellern, sei es Audi, sei es BMW, sei es Mercedes. Und da kann meiner Meinung nach der GV70 das ein oder andere doch deutlich besser als die deutsche Konkurrenz. Und vor allem der Preis, natürlich ist es nicht günstig. Dieses Auto, in dem ich hier sitze, ist quasi voll ausgestattet, kostet dann 84.000 Euro. Aber hey, vergleichbare Autos von deutschen Premium-Herstellern, die kosten doch deutlich mehr. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.